Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge The Outer Worlds. Und wir sind ja auf Eridanos unterwegs mit unserem lustigen Scanner, Diskrepanzverstärker oder so. Und wir sollen eigentlich darüber, glaube ich. Sollen wir darüber? Ja, wir sollen eigentlich hier rüber für die Hauptquest. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit der Hauptquest und so. Die machen wir ganz zum Schluss. Also, springen wir hier wie wild in der Gegend rum. Und müssen natürlich immer mal ein bisschen scannen. Und eigentlich gehen wir dann da hinten zum Wintergarten. Da müssten wir nämlich mehr über diese Pool-Sache rausbekommen. Und den Menschen, der da eigentlich sich um den Pool kümmern sollte. Und warum der sich jetzt irgendwie nicht mehr so richtig darum kümmert. Beziehungsweise warum da so komisches Zeugs in dem Pool drin schwimmt. Das weiß ich irgendwie noch vom letzten Mal. Dann hört es aber auch schon wieder auf. Hotelgarst. Er ist nämlich immer sehr garstig. Das ist ein Scharfschütze. Der kümmert sich um die Schafe. Ich habe zwar noch keine gesehen, aber das ist vielleicht genau seine Aufgabe von daher. So, was haben wir hier? Gärtnereinheit, Roboter-Einheitendeck. Aha. Wir müssen erstmal gucken, ob es hier Diskrepanzen gibt. Und damit sind keine Mägen gemeint, ja? Das sind keine Diskrepanzen. Das sind Diskrepanzen, ja? Das ist ganz wichtig. Gärtnereinheit, darf ich mit Ihnen reden? Anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob die Gärtnereinheit mich jetzt verrät. Geht gut. Das ist der Bruder von Schimpansen. Ja, definitiv. Sure. So. Okay, hier ist aber auch nichts Gefährliches oder Verdächtiges. Kann ich mit dir reden? I'm pretty happy working for Slug. Mr. Kincannon treats us with respect. Das ist schon viel wert heutzutage. R-E-S-P-E-C-T. I don't wanna meet to me. So. Gut, dann gab's hier nur Loot. Das ist ja traurig. Ja, wir wollten eigentlich alles über die Story kennenlernen. Ja. Rizzo! Interessante Aussicht. Was? Tut mir nicht weh. Gesichtsnamen sind nicht gerade in. Oh. Aua! Noch eins. Da haben wir noch eins. Why would anybody bring Raptodons? Schießt noch eins auf uns. Don't this hotel have a policy on animals? Eben. Da kommen ja einfach Raptodons raus. Was ist denn hier los? Und ich dachte schon, ich muss nicht mehr schießen. Ich darf schießen. Sie hat schon schießen, komisch. For a moment I thought the proletariat was revolting. Ach, aha. Das ist das Proletariat, ja. Naja, gut. Wenn du das sagst. Great work. Oh, danke, danke. So, was ist das hier? Nicht. Alles klar.
Das sieht doch sehr verdächtig aus hier. Und jetzt darf ich sogar hier rein. Also durfte ich gerade auch schon, aber... Ne? Ich hab ja aufgemacht. So, ihr stellt euch jetzt mal da drüben hin. Nachher darf ich hier nicht mehr klauen oder so. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann gucken wir mal. Das ist ja alles Kleinkram, was wir hier haben, ne? Gut, was haben wir hier? Wildniskontrollpunkt-Notiz. Evan, denk daran, heute Nacht Kartenspiel. Wenn du nicht auftauchst, lasse ich hier den Raptor bei dir frei. Er ist anscheinend nicht aufgetaucht. War ein Witz, aber fuck es trotzdem nicht, klar? Ich brauche Hilfe, Bea ein bisschen rund zu machen. Für die durfte ich schon eine ganze Woche Feldberichte schreiben. Ah, Botanikzentrale Gebäude, Karten, heute Nacht, Fritz. Ja. Ach nee, warte mal, das ist Sublight. Genau, stimmt. Dann ist das da drüben, was wir gesehen haben, auch Sublight. Darf ich jetzt hier eigentlich... Nö. Muss ich erst freigeschalten werden, dass ich hier rüber darf? Ach, das muss bestimmt dieser Ludovico machen, oder? Dass wir dann die Berechtigung bekommen, hier rüber zu gehen. Können wir uns da irgendwie durchbacken? Nur einen Kokoskuchen oder Zupfkuchen oder sowas? Das ist der Wintergarten. Ich will noch mal ganz kurz hier... Achso, das sind nur zwei normale Hotelgäste. Gut, alles klar. Jetzt wie bei Fallout 4 so ein Wetzam. Oder irgendeinen tollen Skill, bei dem man jetzt einfach die Feinde und sowas hier finden und suchen kann. It's real pretty up here. Almost like they cut out a piece of Terra 2 and brought it up to the sky. Noch viel zu viele. Ich hasse die Viecher. Also, eigentlich hasse ich die Viecher nicht. Die sind süß, aber... Die machen so eine Geräusche, die hasse ich. Da drehe ich durch. Muss ich jetzt wie bei PUBG und Fortnite machen und sowas, wie die Pro-Gamer das machen und hier die Grasdetails runterziehen oder was? Das ist ja furchtbar. Einmal Grasdetails runter tun, damit man die Viecher sieht. Red dir einfach ein, sie lachen dich an und nicht aus. Nein, kann ich nicht. Moin Fuffel, sei gegrüßt. Ich weiß ganz genau, dass die ganz tief in sich drin diesen Hass auf mich haben. Und deswegen habe ich Hass auf sie, weil sie sich über mich lustig machen, weil sie der Meinung sind, sie sind was Besseres. So wie sie hier nämlich vor meiner Flinte rumrennen. Das geht nicht. Ich muss da einfach. Das ist furchtbar. So. Was haben wir denn hier?
Dissidentenkönigin Teil 3? Das haben wir doch schon gelesen, glaube ich. Waren wir hier nicht eigentlich auch schon drin? Ich war hier schon mal, ne? Gut. Ja. Pass auf, dann gehen wir jetzt nochmal schnell hier rüber und dann gehen wir in den Wintergarten. Dann gucken wir da mal, was los ist. Wieso ist Sicherheitsbeamter? Ich fühle mich gleich ganz sicher. Also ganz sicher nicht hier über diese Brücke gehen, meine ich. I'm going, sure. Sure thing. Okay, ich glaube, ich habe alles. Oh, habe ich doch nicht. Ah, da komme ich doch nicht ran. Hat's geklappt? Ja, geil. So. Das ist sogar nicht mal verboten, hier mitzunehmen. So, gibt's hier irgendwas? Spectrum Wodka wird da drüben wahrscheinlich hergestellt. Und sie haben mich hier noch nicht weggescheucht. Warum haben die mich hier noch nicht weggescheucht? Wollt ihr mir etwa sagen, ich darf hier sein? Und ich darf hier eventuell auch Muni mitnehmen, immerhin. Okay, ich glaube, hier gibt es nichts Interessantes. Nein, hier gibt es nichts Interessantes. Au. Gut, dann gehen wir mal zum Wintergarten. Pixelhunting zum Clown. Natürlich! Wenn nicht zum Clown, wann denn dann? So, schauen wir uns doch mal hier das Ding. Ja, Moment, erstmal gucken wir hier hinten hin. Also das mit diesen Inseln hier, mit diesen Fliegenden, das finde ich ja schon ganz cool, ne? Muss ich ja mal ehrlich sagen. Eine Schaufel ist auch ganz wichtig. Was? Achso, Kompost. Ja, okay, da gibt's Sinn. 3, 4, 3. Ah, weiß ich nicht. Okay. Das war alles erlaubt, dass ich das mitnehme. Das war alles weiß. Gut. Status Bottich 1. Brominierender Oxylator. Natürlich. Wasserfarbe Nummer 422. Blau. Und brominierender Oxylator. Okay, gut, alles klar. Dann schauen wir doch mal hier hin. Sieht aus, als hätte mir Rizzos eine geradlinige Aufgabe gestellt. Slug hat einen automatischen Mixer für den Poolreiniger. Man sollte meinen, automatisch würde bedeuten, dass ich nichts daran machen muss. Aber ich bin ja schon froh, dass er überhaupt funktioniert.
Anweisung: Mische die Chemikalien durch Aktivierung der Bottiche. Dann erstelle einen Verbundmix an der Konsole, sobald die gewünschte Kombination eingestellt ist. Ist nicht gerade Terraformer-Bau, aber egal wie simpel die Dinge sind, irgendwer schafft es doch, sie zu vermasseln. Gut, dass ich schon so lange im Geschäft bin. Chemikalien: Chlorinosol rot Nummer 1, Salzsäure grün Nummer 2, bromierender Oxidator 3, Wasserfarbe blau 4, schaumförmiger Entschäumer orange 5. Mhm. Wer auch immer auf die Idee kam, diese Chemikalien zusammen zu lagern, ein paar Kombinationen würden den Pool lebensfeindlicher machen als die Schwefelgruben von Monarch. Wahrscheinlich haben sie deshalb einen Profi angeheuert. Unter dem Eintrag steht noch eine Notiz in anderer Handschrift. An gewinninteressierte Freischaffende, die das hier lesen, sollten mich auf dem Hotelbalkon treffen. Ich biete eine Geschäftsgelegenheit. Aha. Nun. So, was soll ich denn jetzt mixen? Sprich mit dem Verfasser oder der Verfasserin der geheimnisvollen Nachricht, stelle einen Poolreiniger zusammen. Aber. Ah, warte. Pool Cleaner. Blue Water Coloring 422 plus Chlorinosol plus. Alles klar. So. Das hier ist ja Watering. Das muss also hier. Dann muss man hier irgendwie. Gut. Alles klar. Gibt's plus 1, 2, 3. Ich verstehe. Dann müssen wir halt hier in die 1, dann haben wir hier die 4 und dann haben wir genau. Okay, dann müssen wir hier hinten die 5 machen. Oder halt die 4. Und hier die 5. Dann halt so. Ich geh nochmal zurück. So. Chlorinosol, check. Schaumformiger Entschäumer, check. Wasserfarbe, check. Mischen. Au! Das tut ja weh. Ach, den habe ich jetzt einfach so bekommen. Na gut. Dann lass uns doch mal zu der Person gehen. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt dabei rumkommt. Ab und zu müssen wir immer noch mal hier diesen. Wie heißt das Vieh gleich nochmal? Diskrepanzverstärker oder sowas, ne? Ja, genau. Also bei dem Namen, da denke ich immer wieder, ich merke mir den falsch, aber nö. Oh, warte mal, da oben ist eine Diskrepanz, die verstärkt werden kann. Das klingt aber manchmal auch schon wieder nach, du kannst es eigentlich nur schlimmer machen, ne? Weil Diskrepanzen sind ja eigentlich jetzt nicht immer geil. Und damit kann ich sie noch verstärken. Freeze sich nicht. Timeline discrepancy detected nearby. Ja, deswegen bin ich ja hier. Physical analysis reveals this to be a crate of Rizzo's Spectrum Vodka. Based on bottle shapes and label types. Chemical analysis reveals that this is not a grade of Rizzo Spectrum vodka, based on flavor notes and presence of excess ethanol. Okay. Selbstversuch wagen. Die Kiste ist voll mit Spectrum-Flaschen aller Farben. Sie sieht genauso aus wie jede richtige Spectrum-Lieferung. Gefälschte Waren schmuggeln wäre sicher etwas für Sublight. Vielleicht ist Slug gar nicht so verschieden von ihrer Schwestergruppierung, wie sie meinen. All den Aufwand zu betreiben, um bei Rizzos zu wildern, wirkt schon sehr zielgerichtet. Was für Slugs Motiv ist? Selbstversuch wagen. Der Geschmack erinnert an eine Mischung aus alten Socken und nassem Möter. Woher weiß die das? Das ist ja widerlich. Er ist mehr als ein wenig widerwärtig und trotzdem ganz sicher kein offizielles Rizzos-Produkt. Achso, trotz dass es so widerwärtig ist, ist es nicht von Rizzos.
Das ist ja schade. Okay. Nun. Ist eigentlich schade, dass die Person jetzt hier gerade geht. Hätte ich schon ganz gerne hier hinten gehabt. Oh. Slugfeger. Understood. I'll keep my head down. Weil wir haben, wir suchen ja noch diesen Lagerraumschlüssel und ich dachte mir jetzt so, vielleicht hat den halt irgendjemand hier von den Slug-Leuten. Und falls ja, dann kann man da ja mal, ne, versuchen, ob man da nicht die eine oder andere Weise rankommt. So, der da würde was merken. Na gut, vielleicht kommen wir noch irgendwie anders dran. War jetzt nur ein Versuch. Ich dachte mir, hey, wenn wir eh da sind, können wir es ja mal probieren. Das ist Munition, die können wir einfach so mitnehmen. Sehr schön. Wir können einfach mal so bei Leuten in den Mülleimer gehen, der auf dem Trolley ist, neben den Kisten und den Koffern und können da Sachen raus. Ich frage einfach nicht, okay? Ich frage einfach nicht. So, und ihr fragt jetzt auch nicht. Ihr bleibt jetzt hier draußen. Die Tür zu. Hier eine Diskrepanz. Nee. Aktuell nicht. Also das mag sich jetzt komisch anhören, aber das sind die schönsten Duschen, die wir hier in dem Spiel jemals gesehen haben. Jedenfalls aus meiner Sicht. Hier kein Lagerschlüssel. Oh, was wurde denn hier? Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, das ist ja hübsch. Also hier gucken wir uns mal kurz um, ne, würde ich sagen. Nice. Okay, gut. Dann gucken wir mal noch nach oben. Hier scheint es ja noch was zu geben. Abriegelungsalarm ansehen. Mannschaftsquartier-Terminal. Warnung an alle Sublight-Underground-Agenten. Bis auf Weiteres ist der Eridanos-Atmosphärenkomplex abgeriegelt. Es ist niemand ohne explizite Erlaubnis von Mr. Kincannon gestattet, den Komplex zu betreten oder zu verlassen. Tina! Hallöchen! Und liebe Raider! Ach, das ist ja lieb. Ach, vielen, vielen Dank. Uiuiuiuiuiui. Wie geht's? Siehst du, ich bin total verrückt gleich gerade. Wie steht's? So, warte mal, dann müssen wir mal hier, wir brechen mal kurz die Folge ab. Macht's gut, bis dann, tschüss.